Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen und heute schauen wir uns die neue Anvil Piskis an. Komischer Name, aber es ist ein cooles Schiff, ihr seht es hier schon. Das ist quasi der Snap. Ja, Fighter ist es eigentlich nicht, es ist quasi ein Transportschiff von der Anvil Carrack. Also dieses Schiff bekommen aktuell alle, die eine Anvil Carrack besitzen. Und das landet quasi in der Carrack. Also so ein bisschen wie bei der Constellation, die Merlin oder die Archimedes, ist das hier eben das Anvil-Pendant dazu. Was sehr, sehr cool geworden ist, ich finde. Rein optisch sieht es sehr, sehr nice aus. Und ich würde sagen, wir fliegen mal so ein bisschen damit rum, hören uns ein bisschen die Sounds an, gucken uns das Ganze ein bisschen an. Landing-Gear ist noch ausgefahren und das Erste, was ich mache, ist, dieses einzufahren. So, und das sieht das Ganze wirklich aus wie so ein Star Trek Flyer, diese kleinen. Und von innen hier haben wir es auch nochmal so ein bisschen. Wir haben auch das neue Interface schon drin. Ich düse mal hier so ein bisschen durch die Gegend und zeige euch gleich mal so ein paar Sachen. So, erstmal von außen ein bisschen hier mit Sonnenlicht, da sieht man es auch ordentlich. Wirklich schön gelungen. Gucken, dass wir nicht gegen Asteroiden fliegen. Es hat so ein bisschen was, und das gefällt mir ausgesprochen gut, von einem Puddlejumper aus Stargate Atlantis. Guckt euch da mal einen Puddlejumper an, also rein optisch kommt es natürlich nicht in diese Richtung, aber wir haben eben so ein Design, dass wir hinten so eine große Klappe haben, wo mehrere Leute einsteigen können. Und das Ganze ist so ein bisschen röhrenartig aufgebaut. Dann haben wir hinten Flügel, also so ein bisschen auch wie der Delta Flyer, vielleicht aus Star Trek. Und das ganze Schiff hier ist als Expeditionsschiff oder als Pathfinder geeignet. Also im Prinzip ist die Idee, ihr fliegt mit der Carrack irgendwo hin, wollt aber nicht sofort mit der Carrack irgendwo durch, wo es vielleicht gefährlich sein könnte, dann steigt ihr um in euer Shuttle sozusagen und könnt dann damit ein bisschen düsen. Das macht ihr mit 142 Metern pro Sekunde im normalen Speed. Und wenn wir auf Maximum hochgehen, gucken wir mal, wie schnell wir dann sind. Er beschleunigt auch ganz gut, das ist hier ohne Afterburner, ja, das ist normaler Beschleunigungsspeed. So, da kommen wir auf F12, auf 1150 Meter pro Sekunde, also auch relativ schnell. So, ein bisschen von außen hier nochmal. Sieht wirklich sehr, 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 sehr cool aus, finde ich. Ich mag es sehr. Für mich persönlich das beste Snap-Schiff aktuell. Definitiv. Und wir haben eben im Gegensatz zur Merlin oder zur Archimedes, die haben natürlich auch andere Zwecke so ein bisschen, aber wir haben hier auch wirklich einen Innenraum im Schiff. Also es ist ein Schiff, was auch für mehrere Personen geeignet ist. So, wir können auch schießen. Wir haben hier vorne Waffen dran. Ich hoffe, man sieht es vernünftig. Das sind keine mega starken Waffen. Das ist kein Fighter, ne? Der ist nicht zum Kämpfen gedacht. Auf der rechten Maustaste ist keine Bewaffnung. Wir schauen mal kurz rein, ob wir... Ich muss die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Wir schauen mal kurz hier rein, ob wir irgendwo hier eine Waffenübersicht haben. Haben wir hier eine? Nee, dann nehmen wir mal das Ding einfach hier. Weapons. So, und da haben wir eben hier zweimal den Omnisky 3 Laser. Das heißt also ohne Munition. Wir können also unbegrenzt schießen. Und Raketen haben wir zweimal eine Size 1 IR Marksman Rakete. Ne? Also auch ein bisschen kämpfen geht auf jeden Fall damit. Es soll halt so ein bisschen Star Trek Feeling sein, dass man halt ja schnell von A nach B kommt und auch relativ gut fliegen kann. Das Ding ist ein bisschen träge. Also ihr seht es hier, jetzt gut, im Fullspeed ist alles ein bisschen träge. Ich gehe mal wieder auf Normalspeed runter. Gucken, wie er bremst. Wir hören uns auch gleich nochmal einen Afterburner an. Er bremst es halt natürlich sehr, 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 sehr langsam, weil er hat natürlich, die Haupttriebwerke sind natürlich die großen hier hinten, die zwei. Vorne ist da jetzt, na gut, die sind auch eigentlich recht groß, ne? Aber die scheinen halt nicht so viel Power zu haben. Aber gleich sind wir unten. So, also im normalen SCM-Speed quasi, schauen wir mal, wie gut er lenkt. Ich mache jetzt mal eine 90-Grad-Drehung nach rechts ungefähr. Also es geht auf jeden Fall klar, würde ich sagen. Nehmen wir mal in die andere Richtung. Also das ist okay. Ohne Afterburner, wie gesagt. Ne? Alles ohne Afterburner, einfach nur normaler Speed, normale Triebwerkssteuerung. Eine super Sache, finde ich. Gar kein Thema. Jetzt würde ich sagen, wir speeden nochmal hoch mit einem Afterburner und hören mal zu, wie das klingt. Und dann bremse ich nochmal mit einem Afterburner. So, weil die Sounds sind ja auch immer so ein Ding. Los geht's, Afterburner an.
Oh, ich war gar nicht auf Maximum. Also das klingt auch ganz sportlich, der gibt ordentlich Stoff, ihr habt gesehen, der Afterburner geht ordentlich hoch. Jetzt mal abbremsen mit dem Afterburner, mal schauen, wie das klingt. Warte, mal runtergehen hier. So. Overheating. Also auch das geht wunderbar. Also das Ding ist wirklich, das fliegt sich wunderbar, kann man sich überhaupt nicht beschweren, finde ich. Jetzt schauen wir mal, wie das Ding jumpt, denn wir haben hier keinen Jump Drive, sondern wir haben hier einen Quantum Drive an Bord. Also wir können damit tatsächlich auch irgendwo hinfliegen. Das hat auch irgendwie ein geiles Gefühl, wenn du mit der Carrick unterwegs bist, vielleicht mit deinen Freunden zusammen. Und einer sagt, oh, ich will mal da und dahin fliegen, ich will mir das mal angucken. Und du sagst, okay, wir haben aber jetzt eine Quest, wir gehen irgendwo anders hin. Dann kann dein Kollege halt in den kleinen Transporter rein und kann sich da dahin begeben und sich das Ganze mal angucken oder auch eine Fracht mitnehmen. Komme ich gleich nochmal zu. Also auch das funktioniert. Wir jumpen mal, oder ich sag mal jumpen. Ich muss mir das abgewöhnen, jumpen zu sagen, denn wir kriegen ja bald einen Jump Drive. Also wir Quantum Driven. Furchtbar, muss ich mal was überlegen. Wir Quantum Driven mal nach Jela. Ja, das ist ein kurzer Ausflug hier, aber ihr seht, auch das funktioniert. Wir können also im Prinzip das Schiff so benutzen wie ein normales, standardmäßiges Schiff eben auch. Vollkommen normal und wunderbar. Wir haben Schutzschilde, wir haben Waffen, wir haben alles, was dazugehört und wir haben eben auch, das Chat immer, wir haben eben auch einen Innenraum, den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Erstmal runterbremsen und dann drücke ich mal auf Z. So, ein sich drehender Stuhl. Und man sieht, was ich vorhin meinte mit dem Puddlejumper. Also wer den Puddlejumper kennt aus Stargate Atlantis, wer nicht, schaut sich ruhig mal gerne mal das eine oder andere Bild an. Wir haben hier vorne halt das Cockpit. Gut, beim Puddlejumper sind es vorne halt vier Sitze. Aber davon abgesehen, der hintere Bereich, finde ich, ist schon sehr, sehr ähnlich hier. Ne? Mit diesen zwei Bereichen für den Frachtraum quasi könnte man sich das auch hier so hinsetzen oder hinstellen. Und hinten haben wir hier die große Luke. Ne, wo es eben rausgeht. Also dieser Teil hier erinnert mich zumindest sehr, sehr stark an den Puddlejumper, was mir extrem gut gefällt. Wir haben hier zwei Passagiersitze. Einmal, zweimal. Da könnte ich mich jetzt, ich kann mich mal hinsetzen. Achso. Sit. Ne? Das heißt, wir können damit also auch mindestens zwei Personen sicher und ordentlich transportieren von A nach B. Aussteigen. Mache ich das? Achso, ich drücke einfach auf W. Okay. Ne, die können sich auch anschnallen mit diesem Teil. Und wir haben eben auch das Thema Fracht. Und da sage ich euch sofort, wie viel Frachtkapazität das gute Stück hat. Komme ich gleich nochmal zum Schluss dazu. Ich fliege nochmal kurz außen rum, ein bisschen im Detail. Jetzt ist es hier zwar dunkel, aber wir haben unsere Taschenlämpchen. Also wir haben hinten zwei große Triebwerke. Wir haben eine ordentliche Luke. Also ich kann man auch mal, ich weiß es nicht, müsste man mal testen. Aber eine Dragonfly kriegst du hier bestimmt auch rein. Wenn die in die Avenger passt, passt es hier auch locker rein. Sieht alles sehr aufgeräumt und nice aus. Wir haben Flügelchen, kleine, die sich eben aufklappen beim Landing-Modus. Und unter den Flügeln sind hier die Raketen befestigt. An jedem Flügel jeweils eine. Ne, wie gesagt, es ist nur Size 1. Ist nichts Außergewöhnliches, ist nichts Großes, aber reicht vollkommen zu für so einen kleinen Transporter. Und hier unten, wollen wir auch nochmal ein bisschen gucken, haben wir unsere normalen Navigationsdüsen. Zwei Stück. Nochmal zwei Stück, die geben uns also ein bisschen in diese Richtung hier, Schub oder nach rechts oder eben ganz nach unten, je nachdem, wohin man eben fliegen möchte. Und wir haben zwei dicke Bremstriebwerke hier unten dran. Ja, also ich finde, es bremst wirklich okay. Das ist völlig in Ordnung. Und ein schönes, offenes Cockpit, wie ihr es ja schon gesehen habt, was auch sehr, sehr viel Luft sozusagen einem gibt zum Gucken. Oben sind nochmal Navigationsdüsen an der Seite. Hier sind so kleine Navigationsdüsen. Die sind aber, glaube ich, unbeweglich. Bin mir gar nicht sicher. Hier auch nochmal. Also da haben wir ordentlich Schubkraft in alle Richtungen. Wie es eben auch sein sollte bei so einem kleinen Transporter. Ja, hier oben auch nochmal Navigationsdüsen. Sehr, sehr hübsch. Und eben, dieses Schiff ist ein sehr, sehr kleines Schiff. Also es passt eben absolut perfekt in den Frachtraum oder in den Hangar der Carrick. Denn die Carrick hat ja einen kleinen persönlichen Hangar. Und dieses Schiff ist genau dafür angepasst. Aber natürlich kann dieses Schiff auch entsprechend in jedem anderen Hangar landen, der die Größe entsprechend hat. Das müsste man dann einfach mal ein bisschen testen.
Also ob es jetzt beispielsweise in eine Caterpillar reinpasst, in so einen Frachtraum, weiß ich nicht. Könnte man mal eine Ruhe testen. Macht das ruhig mal, wenn ihr Bock habt. Ich werde es auch mal machen bei Gelegenheit. Müsste man mal gucken. Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu groß. Aber wie gesagt, das ist schon ganz ordentlich. Und auch mal Größenvergleich vielleicht. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen raus. Und gehe mal so ein bisschen aufs Schiff drauf. Das ist nochmal mich. Also eine Person quasi seht neben dem Schiff. Ne? Also das ist schon eine ordentliche Größe. Wunderbares Teil. Ich mag es persönlich sehr. Was es kostet, kann ich euch aktuell noch nicht sagen, weil es noch nicht auf der Website verfügbar ist, die Preise. Aber ich sage euch noch, wie viel Frachtraum das gute Stück hat. So, und zwar haben wir bei der, also die C8 Piscis hat zwei Versionen. Das ist jetzt die normale, die Standard-Edition, und dann gibt es noch die Expedition, die C8X-Version. Die normale Edition hat eine Maximum-Crew von 3, logischerweise, weil wir nur 3 Sitze haben. Aber Maximum Crew bedeutet nicht, dass wir nicht noch mehr Leute reinkriegt, ne? Sondern die Maximum Crew bezieht sich immer auf die Anzahl der, ja, der besetzbaren Slots quasi. So, deswegen, also diese 3 Stühle halt, die wir drin haben. Frachtkapazität hat dieses gute Stück 4 SCU und damit entspricht es quasi einer Aurora MR, glaube ich. Die hat, glaube ich, auch 4 SCU, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und, jo, das heißt also, wir haben, ich gehe nochmal kurz hier rein. Wir haben im Endeffekt an jeder Seite 2 SCU Platz. Zack. Ne? Einmal hier und einmal hier. Und das ist eigentlich schon ganz ordentlich. Also da kann man auf jeden Fall auch mal ein bisschen traden. Wahrscheinlich werden die meisten sagen, ja, ich lande einfach mit meiner Carrack und trade mit der. Das wird aber vor allem langfristig irgendwann nicht mehr so einfach gehen, dass du einfach mit der Carrack überall mal eben schnell landest. Das wird sich teilweise nicht mehr rentieren oder wird aus irgendeinem Grund nicht wirklich funktionieren. Wird man dann alles noch sehen. So, und die C8X Expeditionsversion, die habe ich übrigens nicht, die kann ich euch auch nicht zeigen. Die wird auch wahrscheinlich jetzt noch gar nicht verfügbar sein, ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls nirgendwo gefunden. Diese ist quasi zur Expedition nochmal speziell gedacht. Das Einzige, was ich euch sagen kann zur Expeditionsvariante ist, dass sie auf jeden Fall stärker bewaffnet ist und eine andere Lackierung hat, die ein bisschen limitiert sein soll. Und dass dieses Schiff halt, ja, ein bisschen specialiger sein soll, ne? Also wahrscheinlich ähnlich zu sehen wie die Expedition-Variante von der Aurora MR. Einfach ein bisschen verbessert an diversen Stellen und ein bisschen teurer auch wahrscheinlich, wird man dann noch sehen. Wie gesagt, die Preise, wenn die dann irgendwann live sind, kann ich dann unten in die Kommentare euch anpinnen. Aber ich wollte euch erstmal einen Eindruck von dem Schiff geben, wie es aussieht und wie es sich so fliegt. Und wir werden das mit Sicherheit noch ein bisschen öfter sehen demnächst. Übrigens, ich kann eine Frage leider nicht beantworten. Ich habe es versucht herauszufinden und nichts dazu gefunden. Wurde häufig gefragt schon, ist dieses Schiff grundsätzlich bei jeder Anvil Carrack einfach for free mit dabei? Und meine Antwort lautet, ich weiß es nicht. Also, ich denke mal, ja, ich denke, dass dieses Schiff bei den Carracks mit dabei ist. Denn anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass alle Carrack-Besitzer dieses Schiff bekommen haben. Es kann aber genauso gut auch sein, dass das nur für die Carrack-Besitzer gilt, die's quasi, die Carrack jetzt schon hatten, ja, bevor das Schiff rausgekommen ist. Es kann auch sein, dass es überhaupt niemanden betrifft, sondern einfach nur zum Testen jetzt so gemacht wurde. Ich weiß es leider nicht. Es gibt nochmal bestimmt irgendwann ein Q&A. Darauf müssen wir dann warten und dann können wir diese Frage mit Sicherheit auch dann beantworten, denn diese Frage stellt sich, glaube ich, jeder aktuell. Im Zweifel würde ich aber sagen, ist das wahrscheinlich kein allzu teures Schiff. Also ich weiß es jetzt nicht, was es kosten wird. Ich gebe wie immer gleich eine Prognose ab. Vielleicht gibt es das gute Stück auch mit Lifetime und insofern wäre es dann vielleicht auch wieder ein interessantes Lifetime-Token für den einen oder anderen. Entweder weil man das Schiff gerne einfach so haben will, unabhängig von der Carrack, das geht ja auch, das ist ja nicht gebunden an die Carrack, ne? Ist einfach ein sehr, sehr schickes Schiff. Oder weil man halt sagt, okay, ich will ein Lifetime-Token haben. So, meine Prognose. Meine Prognose für dieses Schiff beläuft sich im Bereich von 60 bis maximal 80 Euro. Das ist meine Prognose. Es ist ein Anvil-Schiff. Die Anvil-Schiffe sind immer ein bisschen teurer. Wir haben halt die Avenger Titan zum Beispiel oder die Titan Renegade und da sind wir so im Bereich 50 bis 80 Euro. Deswegen würde ich ja auch sagen, so in diesem Rahmen müsste es sich theoretisch bewegen, weil es hat weniger Frachtkapazität als die Avenger Titan. Es fliegt sich nicht so schnittig, es ist schlechter bewaffnet und hat auch im Prinzip
ja, abgesehen von den beiden Sitzen im Innenraum, jetzt keinen großen Vorteil. Also es könnte sogar noch etwas günstiger sein im Bereich von 40 bis 50 Euro. Wird man noch sehen. Aber das ist so meine Prognose. Also ich schätze das Schiff so irgendwo zwischen 50 und 80 Euro erstmal ein. Mit Steuer natürlich. Ja, also komplett. Und wir werden sehen, ob ich damit recht habe. Ihr könnt gerne mal eure Prognose für den Preis mit reinschreiben in die Kommentare. Wie gesagt, offiziell ist jetzt noch kein Preis bekannt. Der wird erst heute im Laufe des Tages dann released, weil das Schiff ist ja quasi ja, eine Art Starter für den Anniversary Sale, der dann heute 15 Uhr beginnt, wo wir uns dann wieder im Livestream sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es soweit gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. At 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.